Entschuldigen Sie, wenn ich ein bisschen langsam rausgekommen bin, aber ich hab gemeint, es brennt. Wissen Sie, wenn es brennt, pressiert es mir nie. Jedes Feuer braucht seine Zeit, bis richtig brennt. Und es gibt ja nichts Schönes wie ein schönes Feuer. Sie letztens haben wir einen schönen Brand gehabt. Da hat der Bauernhof brennt. Mensch, war das ein schönes Feuer. Wie wir hingekommen sind, hat es am Dach brennt. Da hat unser Leiter nicht aufgelangt. Dann haben wir aber einen Stein eingespritzt. Mit Siebenschleich. Kein Stück Vieh ist verbrannt. Alle sind's des offen. Wie es dann ein bisschen weiter runterbrennt hat und unsere Ladern hatten aufgelangt, dann haben wir kein Wasser mehr gehabt. Mensch, war das ein schönes Feuer. Aber so ein Glück hat man selten. Wir haben überhaupt immer Schwierigkeiten, weil die Leute so gehässig sind. Letztens haben sie uns in einer Woche dreimal nachts um 2 Uhr alarmiert. Immer ein blinder Alarm. Wie sie das vierte Mal in der Woche Alarm geschlagen haben, bin ich gar nicht mehr aufgestanden. Ich bin ja nicht blöd. In der Nacht ist dann ein Spritzenhaus abbrennt. Aber das hat nichts gemacht, wir haben sowieso ein neues gebraucht. Sie letztens haben wir ein Großfeuer gehabt. Nachts um 2:30, ich war gerade im ersten Schlaf drin, war vorher beim Stammtisch. Kommt Alarm, sie, bis ich wach geworden bin. Ich hab die Sirene gehört aus dem Bett raus, aufgeregt war ich. Statt in die Hosen bin ich gleich in den Kohlenkasten reingerumpelt. Wie ich dann endlich die Jacken angehabt habe und hab mein Koppel in der Hand gehabt, hab ich geschrien, Alte, wo ist denn mein Helm? Hat so unter dem Bett, aber pass auf, dass du nichts verschützt. Da bin ich losgesaust. Eine Freude habe ich gehabt, weil es brennt hat. Ich habe in den Spritzenwagen fahren dürfen. Nein, bin ich in das Auto und ich habe gar keinen Gang reingebracht. Wie ich einen Gang drin gehabt habe, war es der Rückwärtsgang. Habe einmal gesagt, Herbertler, das ist was, jetzt pressiert es. Da bin ich rückwärts zum Brandplatz gefahren. Wie ich dort war, wollte ich bremsen, meinen Sie, der kann wer stehen bleiben? Nicht ums Verrecken. Und da bin ich rückwärts um den Brandplatz rumgefahren, bis das Benzin ausgegangen ist. Das ist auch nicht gerade das Gesündeste, gell? Bei dem Brand haben wir sogar einen Verletzten gehabt. Anschließend bei der Brandbesprechung im Goldenen Löwen hat sich unser Oberbrandmeister eine Alkoholvergiftung zugezogen. Na, sie aber, sonst ist er gemütlich bei uns, gell? Heuer haben wir eine Fahnenweihe gehabt und dann haben wir im ganzen Dorf 10 Ehrenjungfrauen gesucht. Meines, wir hätten eine gefunden. Ja, wirklich. Außer dem Schmiedseppel seiner Gunda nicht eine einzige. Und die hat nur Schonung gehabt. Die ist erst 14 Tage vorher von der Nervenheilanstalt zurückgekommen. Dann haben wir im Kreisblatt inseriert für große Festlichkeit 10 Jungfrauen gesucht. Hätten wir beinahe Schwierigkeiten mit der Polizei gekriegt. Sie, mit der Weihnachtsfeier haben wir mehr Glück gehabt. Mensch, war die schön. Bloß um 9 Uhr hat es in der Nachbargemeinde brennt. Muss ein schönes Feier gewesen sein. Aber wir haben nicht niederkennt. Wir haben die Lose von der Dombola nicht verkauft gehabt. Um 11 Uhr haben wir dann wieder rausgeschaut und hat es immer noch ganz schön brennt.
Aber dann haben wir immer noch nicht überkennen, weil der Bürgermeister gerade seine Ansprache gehalten hat. Und wenn wir da gegangen wären, hätte er kein Freibier gezahlt. Dann hat der ein Fass ausgegeben und der Wirt hat ein Fass ausgegeben. Und wenn wir das dann geschiffen gehabt haben, dann haben wir rausgenobelt, wer in den Spritzenwagen fährt. Dann hat ausgerechnet der gewonnen, wo am meisten gesoffen war. Und dann sind wir losgefahren. Mensch, war das eine herrliche Fahrt. Zweimal sind wir eingeschlafen und dreimal haben wir uns verfahren. Wenn wir noch in der Früh um 9 Uhr auf dem Brandplatz hingekommen sind, war das Feuer aus. Ja, wirklich. Aber die Maurer waren schon da zum Aufbauen. Mit denen haben wir da gleich eine Brotzeit gemacht. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt heimgehen. Ich muss ausgeschlafen haben, wenn es heute Nacht wieder brennt. Und Ihnen allen wünsche ich gut Feuer und gute Nacht.